Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Video über unsere parapsychologischen Geräte. Schon Buchenhand, ja, Gerät ist relativ, aber nehmen wir es einmal so, Geräte, die auf unseren Untersuchungen zum Einsatz kommen. Und ja, wie wir schon das ganz unheimlich erkennen können, das hier ist ein Buch. Es ist nichts Besonderes an diesem Buch. Es hat leere Seiten, gut, die sind teilweise schon gefüllt, weil ich was reingeschrieben habe. Aber es geht eigentlich darum, es ist einfach ein Buch und die Möglichkeit, was reinzuschreiben. Nein, wir sind nicht schon wieder beim ersten Video, wo es um das Thema Dokumentation geht, wo wir das Buch auch schon gesehen haben, sondern wir gehen einen Schritt weiter zu einer, ja, ich sage mal, etwas heiklen These, die es gibt. Die These des sogenannten Geisterbuches. Ich muss sagen, die These ist sehr interessant aus dokumentativer Sicht. In der Praxis aber, naja, ich würde schon fast sagen, unrelevant. Problem ist aber hier wieder, ganz schlecht dokumentiert. Man findet eigentlich fast nichts außer diese These und dass man ab und an mal was versucht hat, aber nie was dabei rausgekommen ist. Sprich, die Wissenschaft besteht ja nicht nur darin, zu sagen, dass wir jetzt versuchen, irgendwelche Thesen oder irgendwelche Erscheinungen zu beweisen bzw. zu widerlegen und mit natürlichen Sachen zu erklären, sondern auch darin zu überprüfen, diese anderen Thesen, die es gibt. Und sei das jetzt bei Experimenten, weil das hier, werden wir gleich hören, führt zu einem Experiment. Ist das stichhaltig? Macht das Sinn? Welches Ergebnis oder kann das zu Ergebnissen führen? Die Theorie dahinter ist, ehrlich gesagt, relativ einfach und spannend, aber auch. Das Geisterbuch heißt so, weil gedacht war, dass Geister, über die Terminologie wollen wir jetzt nicht reden, dafür haben wir eine eigene Playlist, aber sagen wir es einfach so, dass Geister in der Lage sind zu kommunizieren. Das stimmt grundlegend auch. Also die Vielzahl der Berichte zeigen halt auch, dass es sogenannten intelligenten Spuk gibt, dazu auch mehr in der anderen Playlist. Ich muss es aber hier kurz anreißen. Und dass es die Kommunikation ermöglicht. So, nun gibt es auch verschiedene Wege zu kommunizieren, wenn man das denn überhaupt möchte. Und alles geht wieder darauf das Thema Energie zurück. Denn Kommunikation kostet erstmal Energie. Ich rede mit euch. Ich verwandle gerade biochemische Energie über mechanische Energie, meine Stimmbänder bewegen sich, in akustische Energie. Die Kamera nimmt das auf in Form von Audio von mir, die ich umgewandelt habe, und natürlich auch vom Bild von mir und von herum, was quasi eigentlich Lichtenergie ist, die hier reflektiert von der Sonne, die hier gerade noch so ganz nett mir leicht langsam schon in die Augen scheint. Also Kommunikation mittels Energie. Audiokommunikation, das werden wir sehen, auch in den Untersuchungen, ist das, was am wahrscheinlichsten passiert. Sogenannte EVPs, dazu gibt es ein eigenes Video, will ich nicht drauf eingehen, aber sprich Audio, Geräusche. So, Geräusche sind relativ energiearm. Die Wellen, die man dafür benötigt, die Schallwellen, die haben eine relativ lange Amplitude, also eine lange, langsame, weitgezogene Wellenbelegung. Und umso länger eine Welle ist, desto energieärmer ist sie. Und umso energieärmer sie ist, desto weniger Energie braucht man natürlich auch, um sie zu erzeugen. Und oftmals geht es darum, dass Energie umgewandelt wird. Eigentlich geht es im Grundsatz bei solchen Phänomenen immer darum. So, das heißt, zu sprechen ist relativ energetisch gesehen sparsam. Video, also sprich etwas zu sehen, ist energetisch sehr aufwendig. Der Akku der Kamera, die ich hier verwende, um das aufzuzeichnen, braucht natürlich deutlich mehr Arbeit, als wenn das jetzt nur ein Autorekorder wäre oder ich mit Stift und Papier quasi hier mir Notiz machen würde, ihr würdet mich aber nur hören. Und jetzt gibt es die Sache, es gibt noch was, was viel aufwendiger ist. Wobei, ja, ich weiß, man kann beim Thema Licht streiten, aber wir reden jetzt von ganz normalem Licht, wie das, was wir haben, oder sagen wir von irgendwelchen biolumineszenten Tieren, die das erzeugen, sagen wir Glühwürmchen oder so, Umwandlung von chemischer in Lichtenergie. Das ist relativ teuer von der Energie her und damit in der Praxis schwerer umzusetzen. Es gibt aber was, was noch teurer ist, und darauf geht die These mit dem Geisterbuch zurück. Tatsächlich gibt es Fälle, wo, ich sag mal, Entitäten oder, sagen wir, es Vorkommnisse gibt, wo Gegenstände bewegt werden. Etwas zu bewegen ist energetisch sehr aufwendig. Könnt ihr gerne mal testen. Versucht mal eine Minute zu reden und mal eine Minute Buch oder so vor euch zu halten. Ihr werdet merken, das ist eine sehr statische Energie und ich bewege hier kaum was. Das ist aber sau anstrengend. Ich kämpfe quasi nur gegen die Schwerkraft. Und das ist gar nicht so einfach. Also die paar Sekunden schon, aber dann nach ein paar Minuten wird es ein Problem. Je nachdem. Aber worum es geht, ist halt, die These geht davon aus, dass halt bei solchen Sachen, bei solchen Orten es möglich ist, dass Geister in der Lage sind, wenn sie kommunizieren, das nicht nur akustisch und visuell zu tun, sondern auch physisch-mechanisch. Und indem man ihnen ein Medium bietet, hier in dem Fall ein leeres Buch und einen Stift zum Reinschreiben, ich würde hier vorschlagen einen Bleistift, alle anderen Stifte sind erstens fehleranfällig,
zweitens mechanisch bedient und damit kompliziert. Und drittens, es ist sehr schwer, also es erfordert mehr Geschick, andere Stifte zu führen. Mit dem Bleistift ist der Winkel nicht so wichtig. Das heißt, man muss sich nicht so sehr auf das Geschick konzentrieren. Das ist auch noch ein Faktor, der hier, ich sage mal, störend für diese These ist. Aber geht auf jeden Fall davon aus, dass man quasi das Medium bruchbereit hält mit dem Stift und dann quasi der Entität die Möglichkeit gibt, mittels physischer Manifestation oder beziehungsweise Bewegung dann Notizen, Zeichnungen etc. zu hinterlassen. Wie gesagt, das ist sehr schlecht dokumentiert. Denkbar ist es. Denkbar ist es, keine Frage. Es gibt energetisch deutlich schlimmere Dinge, die schon passiert sein sollen. Der Einzelwürger oder so ein paar, wo ich weiß, dass sie richtig gut dokumentiert sind. Es ist aber quasi schwerer als ein Audio, schwerer als eine Videoaufnahme in der Theorie aus energetischer Sicht. Wir werden es aber da, wo es sich anbietet, wenn wir denn mal so einen Ort haben, wo Objekte sich bewegen, denn wie gesagt, alle anderen kommen meines Erachtens nicht in Frage, weil ich erstmal den Beweis für mich brauche, dass überhaupt genug Energie vorhanden ist, um irgendwas physisch zu bewegen, dann werden wir vielleicht mal versuchen, ob wir irgendwelche Notizen in so einem Geisterbuch bekommen. Wie gesagt, freut euch vielleicht nicht zu sehr darauf. Es kann gut sein, dass das nie passiert. Es wird höchstwahrscheinlich sehr selten zum Einsatz kommen. Und das, was passiert, wie gesagt, da bin ich skeptisch. Aber es gehört halt auch, wie gesagt, zur Wissenschaft, dass man versucht, solche Sachen auch zu dokumentieren und zu schauen, ist diese These haltbar oder kann sie widerlegt werden, beziehungsweise vielleicht stimmt sie ja doch und in manchen Fällen mit gewissen Einschränkungen wäre es möglich, dass diese zutrifft. Das werden wir dann irgendwann mal versuchen. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss und wir werden es auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.